Wir haben eine Karte gemalt und wenn man das Spiel gerade startet, dann hat man einfach die Spielfigur an einer bestimmten Position, die kann aber noch nichts machen. Und damit das Spiel jetzt interaktiv wird, bauen wir als erstes mal etwas ein, dass wir mit der Spielfigur herumlaufen können. Wie macht man das? Wir haben bisher ja das Sprite an eine bestimmte Stelle gezeichnet, nämlich 30 Pixel nach rechts und 30 Pixel nach unten. Und da lernen wir jetzt ein bestimmtes Konzept in der Programmierung, das nennt sich Variablen. Variablen könnt ihr euch vorstellen wie kleine Speicherplätze, an denen man sich im Programm irgendetwas merken kann. Beispielsweise könnten wir eine Variable anlegen. Das geht so, dass man sagt, irgendwie oben jetzt über diese Funktion etwas, was am Anfang passieren soll, sagt man so x gleich 30 zum Beispiel. Das speichert den Wert 30 in der Variable namens x. Und dann können wir statt hier unten 30 zu schreiben, einfach x schreiben. Und das Programm ist schlau genug, dass es sich das dann aus der Variable rausholt. Wenn man das jetzt ausführt, sieht das immer noch genauso aus wie vorher. Das ist genau, was wir erwartet haben. Und das können wir mit diesem zweiten auch so machen. Vielleicht wollen wir das Y nennen, ne? So wie in der Schulmathematik. Y ist auch 30. Und dann ist das immer noch das Gleiche. Und damit sich das bewegt, können wir jetzt zum Beispiel diese Variablen verändern. Ja? Wir könnten beispielsweise hier hintergehen und dann so etwas schreiben wie Y ist gleich Y minus 1. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Funktion ausgeführt wird, was ja die ganze Zeit passiert, das wird immer wieder wiederholt, dann wird Y ein bisschen kleiner werden. Und das bedeutet, lass uns mal gucken, was passiert. Die Spielfigur wandert nach oben, die ganze Zeit. Wenn Y kleiner wird, dann wandert die Spielfigur nach oben. Und wenn X kleiner wird, dann wandert die Spielfigur nach links. Und was jetzt noch besser wäre, ist, dass das nicht die ganze Zeit passiert, dass die Spielfigur nach oben wandert, sondern nur dann, wenn wir die Pfeiltaste nach oben gedrückt halten. Und das kann man machen mit einem if-Ausdruck. If bedeutet auf Englisch wenn. Und da können wir jetzt sowas tippen wie if Button 0, das heißt, wenn der Knopf 0 gedrückt ist, dann soll das hier passieren, y gleich y minus 1. Und dahinter sagt man noch ein and, das ist dann der Ende von diesem Ausdruck. Ja, also nur wenn Button 0 gedrückt ist, das ist in Tick-80 die Pfeiltaste nach oben, dann passiert das. Das können wir auch wieder ausprobieren. Und tatsächlich, jetzt immer wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke, wandert der Hase hoch, bis er irgendwann verschwunden ist. Cool. Das wollen wir natürlich für die anderen Richtungen jetzt auch noch machen. Das heißt, ich drücke hier mal Enter und mache noch so eine Zeile. If Button 1. 1 ist die Pfeiltaste nach unten. Dann soll ja Y größer werden, damit wir die Position mehr nach unten verschieben. Dann tippe ich hier, Y ist gleich Y plus 1. Was dieser Ausdruck macht, ist, er rechnet sich aus, was ist Y, ne? Addiert da 1 dazu, das heißt, das wird größer und dann speichert er das wieder an Position Y quasi in diese Variable zurück. Und dadurch wird das erhöht. Dann tippe ich wieder and. Mit dem Stand können wir jetzt schon hoch und runter laufen. Und für links und rechts machen wir das sehr ähnlich. Button 2 ist die Pfeiltaste nach links. X ist gleich x minus 1. Und Button 3 ist die Pfeiltaste nach rechts. Dann ist x plus 1. Wenn wir es ausführen, können wir uns jetzt in alle Richtungen bewegen. Wir können noch nichts einsammeln oder so. Das haben wir noch nicht dem Programm beigebracht, wie das geht. Das machen wir dann im nächsten Schritt.